Hallo Hans-Werner. Hallo, Tag Ilse. Eine neue Form des Treffens, das haben wir beide noch nie gemacht. Nee, wurde irgendwie mal Zeit. Wurde mal Zeit, aber in Zeiten wie diesen ist ja alles virtuell, also Ja. machen wir auch ein virtuelles Interview. Ja. Ja, ich endlich nach langem Warten ist dein zweites Buch erschienen, was mich sehr, sehr freut. Ja. Ich habe es nicht einmal noch gelesen, ich habe es schon hier liegen, aber ich werde es, sobald ich kann, in den nächsten Tagen lesen. Und ja, ich habe mir gedacht, magst du dich ein bisschen vorstellen für Leute, die dich nicht kennen? Ich meine, wenn man Human Design nicht kennt, dann kennt man dich. Ja, Oder falls dich jemand noch nicht kennt. mach ich doch gerne. Ja, ich bin so ein bisschen am nördlichen Rand, vielleicht so der nördlichste Lehrer in Schleswig-Holstein. Und ich bin zu dem System vor über 20 Jahren gekommen, habe also noch Ra kennengelernt, habe bei ihm noch Kurse gemacht, bin von Beruf her Diplomchemiker und habe damals irgendwie so auf der Suche nach mir selbst viele Sachen gemacht. Und habe dann zum Schluss, Gott sei Dank zum Schluss, habe ich HDS gefunden. Und das hat alles getoppt. Ich wusste gleich, super, das will ich machen. Und ich habe dann schnell Kurse gemacht. Mein erster Lehrer hier oben war Martin Gassinger, dem ich immer noch dankbar bin, auch für seine Klarheit. Und ich habe eine Menge von der Klarheit übernommen. Ich bin ja, wie man hier sieht, auch ein logisch strukturierter Mensch. Und ich wusste sofort, ja, das will ich machen. Und habe dann ein Jahr später meinen Job aufgegeben. Der war damals gut dotiert, da konnte ich gut von leben, aber ich wusste genau, ich will HDS machen, bin dann Lehrer geworden. Dass ich damit nicht Millionär werde, das war mir klar. Aber etwas so gesucht zu haben und gefunden zu haben, das war super. Und ich bin ja eine Sphinx. Also ich war wirklich dann jahrelang auf der Suche nach mir selbst. Und was ich jetzt mache, ist dann ja auch Sphinx, Menschen den Weg zu zeigen, ob das nun in Readings, Ausbildung ist oder in den Büchern, das ist dann gleichermaßen. Ja, wenn ich mal zu den Büchern komme, weshalb ich die geschrieben habe. Ich habe ganz am Anfang, habe ich für 5 Mark ein großes DIN A0 Mandala erworben. Das war nur ganz schlicht schwarz-weiß. Und das habe ich dann, ich habe gar nicht getraut, das irgendwie aufzuziehen. Das habe ich den Profi machen lassen. Das kostete dann gleich fette 200 Mark, glaube ich, damals. Also sehr viel Geld, dachte ich, scheißegal, das will ich jetzt haben. Und das habe ich dann in meinem großen Wohnzimmer, da wo ich auch immer meine Seminare mache, habe ich das aufgehängt. Und jedes Mal, wenn ich den Raum betreten oder verlassen habe, habe ich dieses Mandala gesehen. In seiner grafischen Eindringlichkeit. Und ich konnte ihm nicht lange widerstehen. Irgendwann habe ich gedacht, was siehst du denn darin? Was will es dir denn zeigen? Und dann, ja, die große bunte Welt des HDS. Und es gibt so viele Spezialisten. Und ich habe mich dann auf dieses relativ Einfache zurückgezogen. Und mein Bestreben mit beiden Büchern ist eigentlich immer dasselbe. Ich möchte Menschen zeigen, dass es nicht nur sie selbst betrifft, ja, super toll, aber dass es auch immer eine Möglichkeit gibt, sich in das ganze Leben zu integrieren. Also die Formel des Lebens. Als Chemiker hat man es mit Formel. Und ich finde, das HDS ist die Formel des Lebens. Und daran eben jetzt abzuleiten, wie der Ablauf ist, wie die Statik ist, ja, das eine heißt ja dann die Reise. Das war ja das erste Buch. Und da habe ich noch ein sehr schwieriges Unterfangen gemacht, nämlich praktisch hier durchzuwandern, durch das Mandala, angefangen bei 13, einmal rum und so zu tun, als wenn damit alles neu geschaffen wurde. Also der Anfang Adam und Eva oder noch weiter davor. Das Buch ist vielleicht ein bisschen schwer und wurde mir auch dann oft so bestätigt. Es ist nicht so ganz einfach zu lesen. Weil das sollte auch toll sein und das sollte perfekt sein. Und dann habe ich da im Grunde 4 Stränge so parallel durchgezogen. Und dabei ist vielleicht das ein oder andere an Detail ein bisschen kurz gekommen. Und mein zweites Werk war dann, dass ich eins von diesen Themen nochmal aufnehme und das nochmal sehr viel detaillierter betrachte, nämlich nur die Opposition, nur das, was sich am Himmel gegenübersteht. Und da nochmal zu zeigen, wie wirklich das Programm ist. Und was ich gefunden habe, ich weiß nicht, vielleicht geht es anderen Autoren genauso, aber was mich so begeistert hat, dass ich im Grunde ziemlich unbedarft angefangen habe und habe mich rangesetzt und war total bass erstaunt, was ich aus meinem Schädel raushole und was ich aus dieser Grafik raushole, was dann zusammenpasst und mich so, naja, so fasziniert und hoffentlich die Menschen auch. Aber wenn ich jetzt nach der langen Zeit da drin rumblätter,
dann denke ich manchmal, was, das hast du geschrieben? Wann hast du das denn geschrieben? Wann ist dir der Gedanke so in dieser ausgefeilten Form gekommen? Also das ist doch immer wieder ein ganz tolles Déjà-vu-Erlebnis, was es da gibt. Das kenne ich auch, nicht? Wenn man so diese Grafik ist so aussagekräftig, wenn man da hinschaut, es kommt einfach, nicht? Es entfaltet sich einfach mit der Beschäftigung. Das ja. Kenne ich gut, ja. Ja, und das sind eben diese beiden Dinge. Einmal was für die große HDS-Gemeinde zu machen, ja, aber auch dieser Prozess, ich meine, ich bin nun wirklich ein alter Hase, nochmal in einem selbst neue Dinge angestoßen zu haben. Oder wie ich auch mit den Büchern gemerkt habe, wie mein logischer Verstand, der gern reiner Projektorvorstand ist, wie geil der darauf ist, Anerkennung zu finden. Wie toll das ist, wenn da jemand eine Mail schickt und sagt, oh, das hast du aber gut gemacht und so. Klar, wie ich das super finde, meiner Frau zeige und guck mal hier. Und wie ich auch dann etwas pikiert bin, wenn jemand sagt, naja, das ist aber zu schwer und das ist ja nicht empfehlenswert und so. Aber gut, daran darf man sich nicht kümmern. Man wird immer Fans finden. Und mit dem Profil 4.6 bin ich eben Opportunist und ein Rollenvorbild, aber genauso gut können auch Leute sagen, ja, das ist hier irgendwie nur nicht so das Allertollste. Also damit muss man leben und das ist nicht so das Problem. Ja, super. Also ich habe seit 2 Tagen das Buch im Shop. Ich habe es hier liegen, eine ganze Kiste. Das heißt, wir können es bei uns bestellen. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Also so handfeste, klare Informationen sind natürlich wunderbar, gerade in Zeiten wie diesen, wo sie alles eben mit dieser virtuellen Leichtigkeit auch so ein bisschen zerfleddert, nicht? Wo man kann dort ein bisschen was hören und hier ein bisschen was hören und da sagt wer was und dort sagt wer was. Das ist meistens der Tiefe und dem Verständnis nicht unbedingt förderlich. Nein. Und ich liebe auch wirklich die klare Sprache. Manche Dinge mögen denn überpointiert sein, das mag auch so sein. Aber ich versuche auch immer, das so plastisch darzustellen, dass man es kapiert. Also ich möchte das auch gerne verstehen. Ich möchte das wissen. Also ich habe dann ein Kapitel den Neutrinos gewidmet und bin da auch mit Zahlen zu Werke gegangen, die dann in die Milliarden gehen. Das sind ja diese irre, wahnsinnige Zahl, wo man ja sofort am Anfang sagen, ach komm, lass mich damit zufrieden, das verstehe ich nicht. Aber ich habe versucht, das dann am Himmel zu zeigen. Guck mal, da ist der eine Stern und da ist der andere. Und die tauschen sich aus, da rasen die Neutrinos über diese unglaublich lange Strecke aneinander vorbei. Und dass sie mit dieser unglaublichen Vielzahl, in dieser unglaublich langen Zeit, wo sie sich begegnen, dass sie sich da austauschen, dass sie da ein gemeinsames Thema finden. Und darum geht es ja immer jetzt auch im Untertitel. Polarität, Opposition, also auch diese Begriffe mal diskutieren, als Kooperation oder Konfrontation. Und wenn wir dann unsere Geschichte angucken, unsere Menschheitsgeschichte oder auch unseren aktuellen Status des unserer wunderschönen Erde, dann sieht man eben, die Menschheit ist mehr auf Konfrontation gebürstet als auf Kooperation. Und das zu zeigen. Und dann habe ich auch, was ich auch lustig fand, ich habe alle Oppositionen benannt. Ich habe jeder einen Namen gegeben. Nicht? Und die sind dann auch manchmal sehr, sehr schräg. Ich kann dir einfach mal ein paar. Gib uns ein paar Beispiele, ja, bitte. Zum Beispiel 24, 44, da würde man erstmal sagen, ja, wie hängt die überhaupt zusammen? Das ist ja irgendwie schwierig. Das habe ich dann Naseweiß genannt. Der von 44 und das andere Weisheit, die Weisheit, die da oben drin ist, Nase weiß, dann auch mit S geschrieben, nicht mit Weiß, mit SZ. Also das wäre so eins. Oder 3029. In 3029, da treten sich ja die Doppeltrigramme Feuer und Wasser gegenüber. Und das ist ja technisch gesehen auch eine heikle Sache. Und das Ding habe ich dann Dampfmaschine genannt. Also es darf nicht zu viel Wasser sein, um das Feuer nicht zu löschen. Und wenn das ganze Antrieb sein soll, darf es auch nicht zu viel Feuer, Feuer sein, um das Wasser zu verdampfen. Also das ist ja, von den ersten Dampfmaschinen sind den Leuten ja reichlich welche um die Ohren geflogen, weil sie den Prozess nicht beherrscht haben. Also das ist schon richtig, richtig heftig. Oder 2148 habe ich den Sanierer genannt. Sehr gut, ja. Der Geschäftsführer, der muss Talent haben. Und er muss aber auch seine Leute fördern, ist er vielleicht auch Kunstmäzen und sowas. Oder sagt, was ist gesund für den Laden? Also was muss hier weg? Und naja, einfach halt ein Sanierer. Wunderbar. Ja, das sind dann so ein paar schöne. Oder worauf ich auch, also vielleicht die überraschendste oder tiefste Opposition finde ich ja diejenige, die demnächst auch mit dem neuen Kreuz auftreten wird, 55, 59, also da, wo ich,
wo ich wirklich beeindruckt war. Und da habe ich, das habe ich, dem habe ich auch einen Doppeltitel gegeben: Hexenverbrennung oder Jungfrau Maria. Mhm. Also da geht es auch ans Eingemachte der Religion und da geht es um eine ganze Menge missliche Zustände. Will ich gar nicht weiter was zum Inhalt sagen, aber das ist doch schon alleine der Name, ja, Jungfrau Maria oder also die Rolle der Frau in der Kirche, also auch auf solche Bezüge nehme ich immer mal Bezug auf solche Dinge. Ja, also ich finde, ich habe da eine Menge ausgekehrt und zum Schluss habe ich gedacht, naja, was hat der einzelne Mensch davon? Habe ich da was von oder hast du da was von oder irgendjemand? Und dann habe ich noch so den Versuch gemacht, dass jeder sich mal mit seinen Oppositionen beschäftigen möge und habe dann meine eigene Grafik als Beispiel genommen und dann schon gemerkt, klar, wir sagen sonst, ja, was bist du denn als Typ und Definition, was sind deine Kanäle und was sind deine Potenziale, alles wunderbar. Aber dass wir auch zu den Oppositionen, wenn wir sie nicht haben, dass wir da einen ganz besonderen Bezug haben. Mhm. Klar, weil wir immer an diesem Neutrino-Strom mit dranhängen und das ist dann immer noch eine andere Thematik, also ein Stück Intimität, sag ich mal, wie soll ich sonst bezeichnen, gegenüber einem Thema, was wir gar nicht hätten, wo wir gar nichts von haben, also von der ganzen Achse nicht. Mhm. Ja, es ist immer diese Lichtschattengeschichte, nicht? Es gibt immer die zwei Seiten. Nicht? Ja, genau. Mhm. Ja, auch den Schatten zu betrachten, das ist schon immer spannend. Ja, wunderbar. Ja, wunderbar, hervorragend. Also ich gratuliere dir sehr, ich freue mich sehr. Sehr gespannt auf die Reaktion jetzt. Es geht auch schon, ich habe schon die erste Ladung auf die Post gebracht, ich bringe morgen die nächste Ladung. Also ja. Da merkt man, es gibt wirklich Interesse an solchen Erweiterungen. Es gibt so viele Kurse und so konkrete Dinge, aber solche Inhalte sind natürlich eine Betrachtungsweise für das Ganze, das alles viel mehr zusammenbringt. Ja. Also das ist wirklich eine ganz große Bereicherung. Da freue ich mich sehr, da gratuliere ich dir herzlich. Mhm. Und dann werden wir schauen, was passiert. Und zum Schluss noch eine kleine Ergänzung. Wir haben leider gerade ein kleines Problemchen entdeckt, das wir aber intern gut beheben können. Magst du da noch sagen, was leider... Ich wollte gestern noch mal schauen, wie viele Seiten hat es denn nun gebracht und ich bin bei 350 angekommen und dann gucke ich die letzte Seite an und sage, jetzt muss ja der Anhang kommen, da wo die ganzen Quellenangaben sind und das ist ja immer, manche Leute interessiert das gar nicht sowas und manche nehmen das immer so als Fleißnachweis des Autors, wie viel hat er denn zusammengebracht? Ja, und den habe ich nicht gefunden. Der ist also nicht mitgedruckt worden, das ist nun ausgesprochen blöde, weil ich mich hierin vielfach beziehe auf mein eigenes Buch. Also mindestens 10, 12 Stellen sind da, wo ich mich darauf beziehe und eigentlich auch ein bisschen vorschlage, die Dinge vielleicht nochmal parallel zu lesen. Mhm. Also ich habe für mich so beschlossen, für die Dinge, die ich hier verschicke, dass ich per Mail die Menschen benachrichtige und ihnen einfach als E-Mail-Anhang diesen Anhang nochmal schicke, weil er gehört einfach dazu. Das mache ich natürlich auch. Das heißt, jeder, der bei mir im Shop ganz offiziell das Buch bestellt, bekommt das PDF dazu. Das ist ja Gott sei Dank technisch gar kein Problem. Das kann ich also auch dazulegen. Und in einer weiteren Auflage wird es natürlich dann dran sein, aber das hilft jetzt im Moment nichts. Ja. Wie sich jetzt der Verlag dazu äußern wird, weiß ich nicht, aber ich würde das für alle Dinge, die jetzt bei mir als Anfragen kommen, würde ich das so machen. Mhm. Ja, das mache ich natürlich auch gerne. Die Sache dann noch schuldig. Wunderbar. Ja, das ist leider so ein kleiner Wermutstropfen, aber gut, nobody is perfect. Das wissen wir, ja. Na gut, also wunderbar. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr, dass es da ist. Ich freue mich sehr, dass es da jetzt so locker und praktisch als fast Live-Interview geklappt hat. Ich schicke dir liebe Grüße hinauf in den Norden. Dankeschön, ja. Euch dann in den Süden zurück. Ja, Süden. Dass Sie alle schön gesund bleiben. Das haben wir vor. Genau. Und was schreibst du denn als nächstes? Wie schaut denn das dritte Buch aus? Ja, weiß noch nicht. Mal gucken. Also wenn ich wüsste, dass die Wartestrecke nicht wieder so lang ist, dann würde ich mir noch mal was überlegen. Aber mal gucken. Es ist ja auch immer so ein Stück Selbstbefriedigung, sag ich mal, dass man das einfach Spaß macht. Und klar, wenn es dann auch veröffentlicht wird, hätte ich früher nie gedacht, ich würde 2 Bücher schreiben. Ich habe ja auch noch ein... Vielleicht mache ich nochmal Reklame für mein Kinderbuch. Ich habe noch ein Kinderbuch geschrieben, weil ich Chemiker bin. Das heißt H2O.
und H2O, da gibt es ja viele Namen, wie man dieses Wort denn nehmen kann. Hayo, also meiner heißt Hayo. Und das ist dann ein Wassermolekül, was die ganze Welt durchreißt. Also das kommt aus dem Ozean und schwimmt dann beim Fisch und ist in einem Menschen in der Lunge drin, ist in der Pflanze drin, landet dann im Gletscher und landet im Abwasser und in der Wolke und im Schnee. Man, also total toll. Und das habe ich so vom Stil her. Ich habe auch gemerkt als Autor, du hast einen Stil. Du kommst von diesem Stil nicht runter. Ich kann nur so ein bisschen neckig schreiben, so ein bisschen klar auf der einen Seite, aber auch so ein bisschen verschmitzt. Also anders kann ich nicht. Ich konnte nicht nur rein sachlich schreiben. Naja, und da haben mir die Leute dann auch gesagt, ja, das ist doch gar nicht für Kinder, das ist auch für Erwachsene. Also das ist schon, ja, das hat auch total viel Spaß gemacht. Und ich habe es natürlich erstmal primär für meine Enkelkinder geschrieben. Und ja, aber gut. Ja, das nur. Das nur als Anhang. Ja, wunderbar. Gut, das wusste ich nicht. Also das werde ich mir auch gleich bestellen. Ja, ja. Weil, also das habe ich im Selbstverlag gemacht. Ich habe im Keller noch welche liegen. Also ich würde dir einfach mal eins schicken, Ilse. Dann kannst du da mal wunderbar. Oder ich kann dir auch das Manuskript schicken. Sehr schön, sehr schön. Aber vielleicht das Buch. Gut. Gut, ja, vielen herzlichen Dank. Also wir haben kurz vor Weihnachten, es ist perfekt, ein Geschenk für jeden Human Design Interessierten und wieder eine ganz spannende neue Betrachtung mit einem höchst interessanten Thema. Also das Thema der Oppositionen, das ist wirklich, wir sehen es in Sonne, Erde, wir sehen es in den Mondknoten, es betrifft jeden ganz direkt und das darüber hinaus zu ziehen, also nicht nur die Oppositionen, die wir alle haben, sondern die potenziellen Oppositionen. Das ist ja wirklich eine ganz wichtige Zusatzinformation. Ne? So kann man es doch sicher betrachten. Ne? Ja, ja. Wunderbar. Gut. Gut, in diesem Sinne dann allen ein fröhliches Weihnachten. Vielen Dank, Werner, Hans-Werner. Bis demnächst und ja, mach's gut. Hör nicht auf zu schreiben, bitte. Wir freuen uns auf mehr.